Mich lässt der Villager nicht raus. Ernsthaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Minecraft Let's Play. Und diesmal wieder mit Hermesis. Hallo. Gut, und ich würde sagen, die Folge fangen wir dann einfach mal an, das Haus weiterzubauen, oder? Ja, hört sich gut an. Ich habe ein bisschen Holz. Wir haben eine Kiste. Ich werde einfach mal Holz hier lagern und weiter abbauen. Dann kannst du schon mal den Grundstein legen. Was tut hier so komisch? Ich hatte irgendwie ein Kampfgeräusch im Ohr. Ach so, ja, ich bin runtergefallen von den Stämmen, deswegen. Okay, alles gut. Ich dachte schon, jetzt wird irgendwer zerstört. So. Ich hole mir gerade mal nochmal eine Melone, weil ich schon wieder nur noch 2,5 Herzen habe. Ach je, du musst mehr essen. Ja, eigentlich könnten wir die auch mal anpflanzen, die Melonen. Ja, wäre eine gute Idee. So. Wir hatten ja, glaube ich, sogar eine Spitzhacke mal, oder? Ja, da ist sie noch. Gut. So. Jetzt. Es wird schon wieder Nacht und ich bin hier. Dann komm schnell wieder hoch, dann können wir wieder schlafen. Ich versuch es schnell zu sein. Wir brauchen dann auch möglichst bald hier einen Weg runter, würde ich sagen. Ja. Am besten einfach ein paar Treppen. Weil ich glaube. Wo haben wir geschlafen? Suche ich gerade auch. Jetzt lass mich mal raus, Villager. Villager, lass mich. Hallo. Ich habe ein Bett im Inventar. Mich lässt der Villager nicht raus. Was? Ernsthaft. Jetzt bin ich bei dir, Hirn. Hast du ein Bett dabei? Nein, ich habe es im Haus gelassen. Warte, ich buddel mich einfach hier durchs Holz mal raus. So. Ah, okay. So ein Blödian. Okay. Hier. Ich bin ins falsche Haus gelaufen. Also im Bett. Du bist im Bett, mein Hundi. Ja. Hoffentlich passiert jetzt meinem Hundi nichts. Ihr dürft ja eigentlich nicht, wenn wir die Nacht überspringen. Ja. Gut. So. Irgendwie mag mich dieser Villager nicht. Der ist komisch. Ja. Der ist auch arbeitslos. Der hat einen Fischkopf, der ist nicht arbeitslos. So. Hundi? Oh, mein Hundi geht's gut. Ah ja, apropos Hundi heißt ja jetzt nicht mehr Hundi. Ja, wir haben einen Kommentar bekommen. Oh ja, und den finde ich sogar noch sehr passend. Es ist jetzt unser lieber kleiner Oscar. Ach ja. Also der Vorschlag war echt super. Vielen Dank dafür übrigens. Oh. Gut. Wir können eigentlich mal schauen, ob die Villager vielleicht Nametags anbieten. Dann könnten wir uns mal umbenennen, wenn wir dann genug Eisen für einen Amboss haben. Ich stirb jetzt gleich. Oh Gott. Isst lieber vorher was. Warte, wir können ja das Heu abbauen, daraus Brote machen. Ich muss nochmal hoch. Ich wollte eigentlich gerade nur schnell weiter abbauen. Und dann war hier ein Skelett. Und ein Zombie. Aber ich habe es irgendwie überlebt. Oh. Hier sind schon mal 12 Brote, also in der Truhe. Das ist gut. So. Hoi, hoi, hoi. Kuh. Pferd. Das ist wie mit dem Schaf. Oh mein Gott. Ich habe nur die Füße gesehen. Oh Mann.
Die Leute da draußen werden denken, ich bin bekloppt. Oh. Nee, kann doch mal passieren. Ist ja ein neues Texture-Pack für dich. Ach, ganz, ganz ungewohnt. So. Also, hallo Pferd erstmal. Ein hübsches Pferd. Mhm. So, Oskar. Wir brauchen einen Name-Tag für dich. Und ich habe auch in einem Kommentar gelesen, dass wenn ich Blumen hole und dann mit Rechtsklick auf das Halsband klicke, kriegt ihr eine andere Farbe. Ah, das wusste ich noch gar nicht. Ja, voll cool, ne? Sehe aber jetzt also, hier nur rote. Ich weiß, früher ging das mit Farbstoff, aber ich wusste nicht, dass es inzwischen auch mit Blumen geht. Aber das ist praktisch, da muss man es nicht erst umcraften. Ja. Vielleicht finde ich irgendwo eine blaue Blume, weil Oskar ist ja ein Mann. Mhm. Wobei gelb auch schön wäre. Da hinten ist gelb. Ja, ich gehe jetzt erstmal. Ich hol Holz. Ich lasse mich hier schon wieder ablenken. Mann, Mann, Mann. Hier unten sind auch noch mal rote. Mhm. Aber das Halsband ist hier rot, deswegen denke ich mal. Ja. Ja. Aber gelb wäre vielleicht auch nicht schlecht. Blau wäre schon cool. Mhm. Ja. Also grün würde man auch aus Kakteen rauskriegen, wenn man es einmal brennt. Grün wäre natürlich auch schön. Dann nehme ich mal eine Kakteen mit. Nachdem grün ja sowieso meine Farbe ist. Mhm. Das wäre natürlich fantastisch. Dann hack ich wieder weiter Holz. So. Ja, hallo Schaf. Ich habe mal ein bisschen Weizen geerntet. Mhm. Ich habe ganze 3 Brot essen müssen, dass ich wieder voll war. Ich immer verliert wahnsinnig Hunger hier. Ja. Ja, vor allem wenn man mal verletzt ist. Mhm. So. Was haben wir gesagt? Akazie und? Cobblestone, also Stein einfach. Ah, okay. Okay. Also die Kombi sieht eigentlich ganz schön aus, finde ich. Ich habe es nicht mehr genau gewusst. Ich wusste nur noch Akazie. Mhm. Ist ja für uns jetzt doch schon wieder 3 Wochen her. Ja. So. Ja. Das Schaf mäht und meckt mich an. Und gleich haben wir einen grünen Farbstoff. Oh, cool. Ich auch noch mal ein bisschen Holz holen gerade. Da habe ich wieder was liegen lassen. Okay. Habe ich eigentlich... Ja. Ich hole mir jetzt eine Steinaxt. Mhm. Weil die ist fast kaputt. Mit der Axt geht es schon schneller als mit der Hand. Ach ja. Auch wenn es nur Stein ist bis jetzt. Ja. Irgendwie ist es für mich gerade auch richtig ungewohnt, so langsam wieder abzubauen, weil auf dem Server, auf dem ich als Spiel, da habe ich halt komplett voll verzaubertes Zeug und alles. Ach ja. Nicht so ungewohnt. Für mich ist es nicht ungewohnt. Ich bin das eigentlich gewohnt, dass es langsam geht und dass ich nichts habe. So, dann mache ich mir am besten gleich 2 Äxte. Jetzt muss ich immer so oft hochlaufen. 2 und den Rest wieder hier rein. Ah. Genau. Jo. Hundi ist dir schon Oskar ist dir schon langweilig. Ich bin noch immer in diesem Hundi-Element. Ja. Ja. Hopp, hopp, hopp. Ach, eigentlich könnte ich ihn auch mitnehmen für einen kleinen Ausflug. Eigentlich schon, solange es hell ist, macht es ja nichts. Ja. Komm mit. Gehen wir ein bisschen Bäume fällen.
Aha. Ah, was bellst du denn? Ich glaube, er freut sich, dass er raus darf. Ja, klar. Mein Hund hat auch immer richtig viel gebellt, wenn wir Gassi gegangen sind. Nee, meine eher, wenn jemand gekommen ist. Also beim Gassi gehen eher nicht. Bei mir während dem Gassi gehen auch nicht, aber halt, wenn wir losgelaufen sind, wenn wir dann die Leine in die Hand genommen haben, sind wir ausgerastet. Ich glaube, da gibt es viele Hunde, die da freudestrahlend dabei sind. Ja. Machen wir mal die Kleinen mit. So, erste Ochs kaputt. Aha. Oskar, guck mal, da ist die Sabrina. Hallo. Hier haben wir noch gar nicht geguckt, was da noch kommt, gell? Da auf der Seite ist die Wüste, da habe ich ja den Kaktus geholt. Aha. Ja gut, da ist Wüste. Und was ist hier drüben? Ja, da ist unser Wasserfall hinten. Bin schon wieder neugierig. Okay. Okay. Also eigentlich ist ja fast überall rund um uns Wüste, oder? Eigentlich schon. Also wir sind jetzt halt in diesem warmen Gebiet mit Savanne und Wüste. Was kommt da vorne? Ja, er freut sich. Er bellt und er freut sich. Ah, ich glaube, da kommt auch wieder Wüste. Ah ja. Hier haben wir ein Meer und eine Wüste. Und jede Menge Schweinchen. Und Kürbis. Karten hatten wir nicht schon Kürbis auch? Ja, den hatten wir gleich zu Beginn. So, sonst kommt hier... Nee. Wir sind wirklich umzingelt von Wüste und Wasser. Okay. Gut zu wissen. Naja, aber eigentlich haben wir hier ja alles, was wir brauchen. Das stimmt. Ich war ja nur mal neugierig. So, Oskar, komm, wir gehen zurück. Außerdem wird es ohnehin schon wieder Abend. Ja, stimmt. Oh. Geht immer viel zu schnell, ich sag's ja. Ja, echt. So ein Minecraft-Tag sind, glaube ich, so circa 10 Minuten, denke ich. Also ja. Gefühlt. Die gehen echt verdammt schnell rum. Das stimmt. Ach, da ist das Dorf. Jetzt dachte ich schon, ich bin doch gar nicht falsch unterwegs. Oh, Mann. Es hat ein bisschen gebraucht, bis es bei mir erschienen ist. So. Ja, dann hast du die Chunks nicht so hoch eingestellt. Ah, okay. Aber wenn dein Computer nicht so gut ist, stell es besser nicht zu hoch ein. Sonst Mach ich eh nicht. Mach ich eh nicht. Also ich bin da, wir könnten theoretisch schlafen gehen. Okay, dann komme ich auch wieder zum Haus rüber. Ich bin einfach irgendwo reingegangen. Und ich lieg. Ich habe den Villager jetzt aus dem Bett geschmissen, der ist einfach in mein Bett rein. Deswegen baue ich das Bett immer jeden Morgen ab. Ich hatte das dann schon mal, dass ich einen aus Versehen geschlagen habe und dann war der Eisengolem und ich war, naja, Matsch. Oh, ja, das ist nicht so gut. Nö. Seitdem baue ich das Bett immer ab. Da habe ich daraus gelernt. Hier wie ein Häschen rauf. Hallo Häschen. So. Okay.
Dann also wieder. Ah, oh oh, Zombie. Und Skelett schon wieder. Was ist hier immer los? Oh oh. Oh oh. Oh oh, ich wäre fast gestorben. Zwei Herzen. Oh. Dann ist schnell was. Komm wieder hoch. Vielleicht sollte ich mir auch mal was mitnehmen. Ja, wäre vielleicht ganz gut. Ich esse immer gerade so viel wie nötig ist und gehe dann wieder. Ja, ja. Ich glaube, Oskar hat mich wieder beschützt, weil der eine Zombie dann auf einmal weg war. Oh, oh, 6 Brot. Okay, also so die Grundform fürs Erdgeschoss steht jetzt schon mal. Ich gucke mal. Oh, cool. Sehr, sehr cool. Ich würde dann auch sagen, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder bei 15 Minuten circa, 16 Minuten sogar. Okay, die Zeit vergeht. Ja, die vergeht echt extrem schnell. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.